Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 258. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du jeden einzelnen Tag an unserer Seite bist, dass du für uns kämpfen möchtest und dass wir im Glauben auch vorangehen dürfen und wissen dürfen, dass du auch heute uns nicht alleine lässt. Wir wollen deine Hand ergreifen. Und dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Josua Kapitel 13. Das eroberte Land Kanaan soll an die Stämme verteilt werden. Und das letzte Mal haben wir noch einmal gesehen, wie bereits Mose dem Stamm Gad, dem Stamm Ruben und dem halben Stamm Manasse das Ostjordanland gegeben und es unter ihnen aufgeteilt hat. Wir lesen weiter in Vers 32. So viel hatte Mose als Erbe ausgeteilt auf der Ebene Moabs, jenseits des Jordan, östlich von Jericho. Aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil, denn der Herr, der Gott Israels, ist ihr Erbteil, wie er ihnen verheißen hat. Die Leviten sollten in besonderer Weise dem Herrn geweiht sein. Sie sollten in besonderer Weise ihm dienen. Sie sollten vollzeit für das werk gottes dasein am heiligtum dienen sie hatten nicht die gelegenheit einen, einen irdischen besitz zu haben aber gott selbst war ihr erbe was für eine interessante und großartige idee das ist es aber was die söhne israels im land kanaan als erbe erhielten was eleazar der priester und josua der sohn nuns und die familienhäupter unter den Stämmen der Söhne Israels unter sie ausgeteilt haben. Als sie es durch das Los unter sie teilten, wie es der Herr durch Mose geboten hatte, in Bezug auf die neun Stämme und den halben Stamm. Denn den zwei Stämmen und dem halben Stamm hatte Jose Mose ihr Erbteil jenseits des Jordan gegeben, den Leviten aber hatte er kein Erbteil in ihrer Mitte gegeben. Denn die Söhne Josefs bildeten zwei Stämme, Manasse und Ephraim. Der Joseph hatte ja in 1 Mose 49 den materiellen Erstgeburtssegen empfangen, den doppelten Anteil. Und so waren es jetzt zwei Stämme, die von ihm kamen, die jetzt erben durften. Den Leviten aber gab man keinen Teil am Landbesitz, sondern nur Städte, in denen sie wohnen konnten und deren Weideplätze für ihr Vieh, das sie besaßen. Levi war ja von Jakob damals ähm, in einer besonderen Weise, Gesegnet worden. Er hatte den, ähm, den Segen erhalten, dass er zerstreut sein würde, wegen der schweren Sünde von Levi. Aber dann hatten wir gesehen, dass die Leviten aufgrund ihrer Treue beim goldenen Kalb als, als Diener des Heiligtums im ganzen Land zerstreut, verstreut sein würden, aber zum Segen für alle, als Diener des Herrn. Wie es der Herr dem Mose geboten hatte, so machten es die Söhne Israels und verteilten das Land. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenesiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in kadesh -Banea gesagt hat. Josua und Kaleb waren die beiden der zwölf Kundschafter, die geglaubt hatten und gepredigt hatten, dass man das Land Kanaan einnehmen konnte, als die anderen zehn das Volk dagegen aufmüpfig machten. Die beiden waren die einzigen aus der ersten Generation, die immer noch am Leben waren. Sie hatten das gelobte Land gesehen, so wie Gott geheißen hatte, versprochen hatte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadespanäe, aussahnte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Eine schöne Formulierung. Er hatte von ganzem Herzen geglaubt, dass Gott... Das Land ihnen geben würde. Es war nicht nur eine theologische Einsicht, es war eine feste Überzeugung. Es war in seinem Herzen. Möge es in unserem Herzen sein, dass Gott uns den Sieg schenken kann. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Das schwor mir Mose an jenem Tag und sprach: Das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Gott sucht auch heute Menschen, die nicht nur 10% oder 20%, sondern 100% ihm nachfolgen, die mit allem, was sie sind und haben, ihm glauben und sich ihm zur Verfügung stellen. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er mir zugesagt hat. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Kaleb war 40 gewesen in der Blüte seiner Kraft und war überzeugt, dass Gott ihm den Sieg schenken würde. Aber jetzt, 45 Jahre später, als er ein alter Mann ist, ist er immer noch genauso überzeugt, dass Gottes Verheißung sich erfüllen werden. Und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte, wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt zu kämpfen und aus und einzuziehen. Kaleb war natürlich älter geworden. Und natürlich war er schwächer geworden. Aber die Kraft zum Sieg, die er jetzt hatte, war dieselbe, die er damals hatte. Denn seine Kraft war der Herr und der ändert sich nie. Egal, ob wir in der, in der, in der, in der Stärke unserer, unserer Kraft sind oder ob wir schon alt und gebrechlich geworden sind. Die Kraft, die wir brauchen für die Herausforderung des Alltags, die ist immer dieselbe. Es ist Gottes Kraft. Und deswegen ist Kaleb doch immer so kräftig. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enaklider darauf wohnen und dass er große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Kaleb, 85-jährig der damals schon vor 45 Jahren überzeugt war, dass Gott den Sieg schenkt. Er möchte ein Bergland haben, etwas, das schwierig zu erobern ist aufgrund der Topografie, und zwar das Bergland, wo die Riesen wohnen. Er sagt, gib mir das schwierige Problem. Gott sucht heute Menschen, die bereit sind, Männer und Frauen, die nicht einfach nur das naheliegendste kleine Problem nehmen und hoffen, dass andere sich um die schlimmeren Dinge kümmern. Er sucht Männer und Frauen, die so viel Glauben haben, die sagen: Lass mich an diesem schwierigen Problem arbeiten. Ich glaube, Gott wird mir helfen. Da segnete Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephunneh, Hebron als Erbteil. Da wurde Hebron das Erbteil Kaleb's, des Sohnes Jephunnes, des das bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels gänzlich nachgefolgt war. Nicht nur in Kadesh sondern auch 45 Jahre später. Völlige Nachfolge ist nicht eine Momentaufnahme, nicht etwas, was wir gerade einmal in einer besonderen Situation tun, sondern das über die Jahrzehnte unser Leben prägt. Dann ist Gottes Kraft in unserem Leben gegenwärtig. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt Arbas. Der war der größte Mann unter den Enakitern und das Land ruhte aus vom Krieg. Und das Los des Stammes der Söhne Judas nach ihren Geschlechtern lag an der Grenze von Edom, der Wüste Sin nach Süden am südlichsten Ende. Und ihre südliche Grenze beginnt am Ende des Salzmeeres, bei der Zunge, die nach Süden reicht. Sie erstreckt sich gegen Süden zum Skorpionensteig und hinüber nach Sin und wieder gegen Süden nach Kadeshbaner hinauf und nach Hesron und nach Ada hinauf und wendet sich nach Karka. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, schenk du uns doch heute den Glauben, den Kaleb gehabt hat. Dass wir dieselbe Erfahrung machen, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass ganz egal, wie unsere Situation ist, und wenn wir geduldig gewartet haben, Jahrzehnte vielleicht, dass wir wissen, dass du mit uns bist und dass wir bereit sind, sogar die schwierigen Probleme anzugehen, weil wir glauben, dass du uns segnen wirst. Und dass du uns den Sieg schenken wirst. Herr, dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.